Montag, 2. Juli 2018, 22.37 Uhr der deutschen Tennisspielerin Tatjana Maria ist in Wimbledon eine Überraschung gelungen. Die 30-Jährige zog mit einem 7.6, 7.3, 4.6, 6:1 gegen die Weltranglisten 5. Jelena Svetolina in die zweite Runde des Rasenklassikers in London ein. Mit dem Erfolg gegen die Ukrainerin feierte Maria ihren ersten Sieg über eine Top-5-Spielerin überhaupt. Nächste Gegnerin der Weltranglisten 57 ist die Französin Kristina Mladenovic. Erst vor einer Woche hatte sich Maria auf Mallorca ihren ersten WTA-Titel gesichert. Damit haben am Eröffnungstag des traditionsreichen Rasenturniers 5 deutsche Tennisprofis den Sprung in die zweite Runde geschafft. Zuvor hatten auch Julia Görges, Andrea Petkovic, Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber ihre Erstrundenpartien gewonnen. Ausgeschieden sind Antonia Lottner, Mona Bartel und Yannick Maden. Vor Svitolina ist bereits die an Nummer 4 gesetzte French Open-Finalistin Sloane Stephens gescheitert. Eine Meldung zu weiteren Partien des Tages lesen Sie hier.